herzlich willkommen zur ersten Folge Le Tour de France. Und zwar ist es jetzt ein neues Let's Play. Die Tour de France ist vor ein paar Tagen hier in Deutschland in Düsseldorf gestartet. Und da ich schon seit Jahren die auch mehr oder weniger verfolge, aber letztendlich auch interessant finde, habe ich mich dazu entschieden, dieses Spiel Le Tour de France 2017 zu kaufen und dieses auch aufzunehmen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die eventuell die Tour de France verfolgen, aber das Spiel halt nicht kennen. So war es bei mir auch. Das ist mein erstes Spiel. Es gab auch schon in 2016, 2015, glaube ich, das Spiel. Da habe ich es mir nicht geholt. Und dieses Jahr dachte ich mir, ach komm, ich habe Bock drauf. Ich war ja auch selber vor Ort und habe es mir angeschaut und dachte mir, ach komm, machst du mal so ein Let's Play. Und letztendlich wollte ich auch einfach sehen, wie die das umgesetzt haben, letztendlich das Spiel. Ich kenne solche Spiele noch von vor 10 Jahren, damals noch auf dem PC. Da war es noch sehr arcade-mäßig und mit wenig Möglichkeiten. Hier scheint es mehr Möglichkeiten zu geben. Ich habe einmal hier diese Training-Session gemacht. Lernen Sie, Ihren Fahrer zu steuern. Die habe ich auf Twitch gestern gestreamt. Also das Video ist auch nur sichtbar. Wer will, kann sich das auch gerne reinziehen. Dann sieht man, wie hier die einzelnen Kniffe gehen. Schnell fahren, was essen, Sprints etc. Und ja, mit diesen Erfahrungen starten wir jetzt in die erste Tour de France. Und zwar werden wir hier ein Solo-Spiel machen. Auf der Stufe, ja, wir fangen direkt mit Profi an. Probieren wir direkt schon eine höhere. Wie man sieht, gibt es mehrere Tours. Also nicht nur die Tour de France 2017, sondern auch die Dauphiné-Rundfahrt und die Triptyque-Tour. Aber es gibt auch noch, die man freischalten kann, wenn man hier ein paar Rennen erreicht hat, auch noch die Tour de France, also die Strecken vom letzten Jahr und dann auch noch zwei weitere. Ich werde jetzt hier die Tour de France 2017 spielen und zwar mit dem Boda Hansgrohe Team aus mehreren Gründen. Zum einen finde ich die generell sympathisch, ist ein deutsches Team. Zum anderen sind auch Fahrer mit dabei, die ich geil finde. Und was auch ganz wichtig ist, in diesen, ich sag jetzt mal in dieser Staffel, werden wir nicht nur einen festen Spieler spielen, sondern oder Fahrer spielen, sondern wirklich das komplette Team. Das heißt, wir werden auch einzelne Spieler uns da rauspicken. Und ich klicke jetzt einfach mal rein. So, das ist das Team. Hier haben wir die einzelnen Fahrer. Leider sind nicht von allen Teams die Lizenzen da. Das heißt, es gibt Fahrer, die heißen anders in echt als hier im Spiel. Das sieht man auch daran, dass die kein Bild haben. Beim Boda-Team ist es zum Glück so, dass die Lizenzen vorliegen. Wir haben hier im Team den Peter Sagan, Rafael Majka, Bennett, König, Bodnar, Pelucci, den Buchmann, Bartha und Konrad. Und zwar ist das Schöne, wir werden hier mehrere Ziele verfolgen. Zum einen versuchen wir Peter Sagan hier erneut, ich glaube dann ist es das sechste oder siebte Mal in Folge, ins grüne Trikot zu bringen. Dann den Rafał Majka, nach dem letzten Jahr, wo er schon das Bergtrikot, das rot gepunktete Trikot oder das weiß-rot gepunktete Trikot erhalten hat, versuchen wir dieses Jahr erneut. Und mit Buchmann versuchen wir auch noch auf Gesamtwertung zu fahren. Und somit haben wir während des Rennens mehrere Optionen. Wir werden auch während des Rennens mehrmals die Fahrer wechseln und versuchen dann sozusagen mit Peter Sagan die Sprintwertung gewinnen, mit Majka die Bergwertung und mit Buchmann die Gesamtrundfahrt, was höchstwahrscheinlich nicht klappen wird. Aber wir geben unser Bestes. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel wirklich spielen werde. Von daher seht es mir nach, wenn alles nicht so gut klappt. Wir könnten jetzt hier auch noch Fahrer tauschen, wenn wir wollen würden. Das machen wir aber nicht, denn wir gehen mit der Besetzung, wie die jetzt auch in der Realität sind, an den Start und nehmen dann das Team. Le Tour de France. Da haben wir schon die erste Strecke. Die geht einmal von Düsseldorf nach Düsseldorf, denn es ist nämlich ein Zeitfahren. Über, ich glaube, eigentlich 13 Kilometer. Hier werden 10 Kilometer angezeigt. Und auch hier nehmen wir beziehungsweise
So, einmal zur Erklärung, hier links haben wir die ganzen Etappen, plus Ruhetag etc., dann das Profil, grün heißt Sprint, rot oder Berg heißt halt Berg, kann auch hier mit Optionstaste Hilfe und dann sieht man nochmal, was hier bedeutet und ich glaube, das heißt Ausreißer oder so, also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir oben dann auch das Profil der Strecke und rechts haben wir einmal die Karte und können zu den Missionen wechseln. Hier steht auch ganz klar, werden Sie erst in der Punktewertung, das heißt in der Sprintwertung mit Peter Sagan und in der Bergwertung mit Rafał Majka. Und dazu gibt es für jede abgeschlossene Etappe gibt es Erfahrungspunkte, 10 EP bei den Profis. Diese Zahl verdoppelt sich, wenn sie die Etappe gewinnen. Die EP verdoppeln sich ebenfalls am Ende des Rennens, wenn Sie Ihre Mission erfolgreich durchführen. Der angezeigte Fahrer besitzt die beste Qualifikation für einen erfolgreichen Missionsabschluss. Sie können aber auch einen anderen Fahrer benutzen. Und wie gesagt, wir werden mehrere Fahrer benutzen. Hier unten rechts kann man auch noch einzelne Blätter durchgehen. Einmal Favoriten. Heute gewinnen logischerweise die Prolog-Spezialisten. Gefahr keine besonderen. Schlüsselphasen, Gesamtwertung auf kurzen und flachen Zeitfahrstrecken können keine großen Lücken gerissen werden. Und erwartetes Ergebnis, Bodner dürfte die Bestzeit seines Teams erreichen, er kann es aufs Podium schaffen. So, das heißt, man kann auch die einzelnen Etappen auswählen, wir spielen alle Etappen. Das heißt, wir fangen jetzt auch mit dem Prolog an und simulieren nicht, sondern spielen damit. Es gibt hier bei Tour de France auch die Möglichkeit, irgendwie so ein Team auch wohl zu managen. Also das habe ich mir aber noch nicht genug ganz genau angeschaut. Das müsste man dann halt bei der nächsten Staffel, die man machen kann. Wir machen jetzt erstmal die Tour de France, weil das aktuell ist. Und ja, hier sehen wir zum Beispiel in der Mitte von Sky, das ist eigentlich Kwiatkowski gewesen, aber da die Lizenzen nicht vorliegen, gibt es kein Bild und der Name ist auch nicht korrekt. So, jetzt wählen wir einen Fahrer aus. Im Rennen, das heißt bei den anderen Etappen kann man dann während der Fahrt die Spieler wechseln. Ich glaube, bei der Zeitwertung kann man nur einen auswählen und mit dem muss man sozusagen zu Ende fahren. Wir werden jetzt Buchmann wählen. Uns wird ganz klar vorgeschlagen Bodmer, weil das der beste ist. Man sieht auch von der Zeit her, das persönliche Ziel ist 10:33 zu schlagen. Da ich aber hier auf Gesamtwertung oder für die Gesamtwertung das wichtig sehe, dass wir hier eine gute Zeit holen, spiele ich halt mit Buchmann und hier ist das Ziel 10:57 zu schaffen und mal schauen, ob wir das hinbekommen. Also Steuerung, am besten dazu das Video auf Twitch ansehen, da ist alles haarklein erklärt. Gas gibt man auf jeden Fall mit R2, Bremsen tut man auch mit L2. Also mit L2 und R2, sowie auch bei Rennspielen. Ganz wichtig sind die Anzeigen unten rechts. Blaue ist die sozusagen Fitnessanzeige und die rote ist... keine Ahnung, wie die das ganz genau nennen. Ich nenne es mal die Kraftanzeige. Also wenn man mit X mal ein bisschen Gas geben will, dann sinkt die rote Anzeige, wie man sieht. Und man fährt dann halt eine kurze Zeit schneller. Ist halt wichtig im Sprint. Aber dadurch fällt natürlich auch die blaue Anzeige, die Fitnessanzeige. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir auch nicht durchgehend volle Kanne fahren, sondern auch ein bisschen Energie sparen. Hier die gelbe Anzeige zeigt an, wie viel Energie wir verwenden. Wenn wir ein bisschen weniger Gas geben, sehen wir, okay, dann ist das steuerbar. Blaue Energie ist sozusagen ausreichend, rot ist sozusagen, man geht volle Power. Was beim Prolog eigentlich nicht so schlimm ist, weil 3 Sekunden nur hinter der Bestzeit. Das ist nicht schlecht. Wenn ich das richtig sehe. Oh ne, 13 soll das. 24? Ja, 13 Sekunden. Aber das ist auch okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier auf die Fitness achten. Jetzt kommt hier eine schwierige Kurve. Wir gehen mal ein bisschen. Das war viel zu langsam. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man zu viel Tempo rausnimmt, dann bleibt man sofort stehen. Ja, aber jetzt versuchen wir mal hier aus der Kurve mal ein bisschen Gas geben. Die Kurve versuchen wir richtig geil mitzunehmen. Jawohl, das hat gut getan.
Versuchen wir hier noch ganz schnell rein und wieder gut aus der Kurve. Jetzt kommen wir auf den letzten Kilometer und hier gehen wir nochmal richtig Stoff. Versuchen hier nochmal alles rauszuholen von der Zeit her. Jetzt zum Zielsprint nochmal raushauen. Und da hat man noch kurz am Ende gesehen, da war er sozusagen übersäuert und alles wurde schwarz und dann verliert er auch sofort an Power und Geschwindigkeit. Aber ich glaube, wir haben es noch ganz gut über die Zeit gebracht. Also war nicht zu oder viel später oder viel früher der Einbruch wäre deutlich schlimmer geworden. Also wir haben hier von unserem Team einmal Bartha aus, ist auf Platz 8, der Favorit bei uns im Team. War Bodner, der hat es nicht nach vorne geschafft, ist nur 15. geworden mit plus 7. Jetzt gucken wir natürlich, wo der Froome ist. Jetzt muss ich nur schauen. Gewonnen hat Denil. Da weiß ich jetzt leider auch nicht, ob das der richtige Name ist oder halt ein falscher. Weil alle kenne ich leider nicht. So sehr bin ich dann da nicht hinter. Peter Sagan wurde auf jeden Fall 26. No. Wo sind wir eigentlich gelandet? Also Froome heißt auf jeden Fall auch nicht Froome, weil die Sky-Leute hier alle andere Namen haben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den jetzt so schnell finden würde. Rafał Majka wurde 119. mit 24 Sekunden. Eieiei, sind wir wirklich so schlecht gewesen. Konrad ist 140. Wo sind wir denn gelandet? Mensch, 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 Mensch. Bennett 170. Ich glaube, der zweite Abschnitt hat uns sehr weit nach unten gerissen. Oh, da sind wir. Wir sind letzter geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mit 46 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Eieiei. Aber wollen wir hoffen, dass wir die Zeit nochmal aufholen können. Das heißt, wir hätten 7 plus 27 wäre okay gewesen. Wir haben plus 46. Ei! Das ist dann aber deutlich verfehlt, das Ziel. Schade. Schade, hier haben wir nochmal mit Dreieck mein Team. Also kann man sich das eigene Team anschauen. Ach ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Gehen jetzt nochmal weiter. Ja, Denis hat jetzt das gelbe Trikot logischerweise und auch das grüne. Das weiße mit den Nachwuchswertungen hat Kuno. Ich glaube, da ist Kung in Wirklichkeit. Ah, Buchmann ist ja auch mit drin. Okay, gut. Da haben wir nur 41 Sekunden Rückstand. Ja, super. Und in der Teamwertung sind wir wo? Da, Bruder. Vierter, das geht ja sogar. Das geht ja sogar noch. Das geht. Okay, dann machen wir hier auch weiter. Dann haben wir hier die Regeneration. An den blauen Feldern sieht man, wie gut oder wie fit die noch sind. Also klar, am Anfang sind sie nur alle recht fit. Und damit sind wir mit der ersten Etappe fertig und auch mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und hier sehen wir schon mal, wie die zweite Etappe aussehen wird. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von Düsseldorf nach Lüttich. 198 Kilometer. Und da werden wir dann das erste komplette Rennen fahren, auch mit mehreren Fahrern. Und ja, das wird auch nochmal richtig geil. Also schaut dann auf jeden Fall auch in die nächste Folge rein, wenn es von Düsseldorf nach Lüttich geht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, da würde ich mich freuen. Und wer weiterhin Tour de France sehen will, auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.